wir haben Sand bekommen von Manfred. Und jetzt wird als nächstes hier Sand eingebracht, eine Schicht. Das ist auch ganz gut, weil der ganze Bauschutt, der hier liegt, da kann man schlecht laufen, man stolpert, man... Ne? So, jetzt hat er schon wieder den Bohrhammer rausgeholt. Was ist denn jetzt wieder? Hör mir auf. Wir machen jetzt was. Man wird hier nie fertig mit dem Scheißhaus. Dreckskaschemme. Dreckskaschemme? Das ist doch nicht möglich. Das ist eine Dreckskaschemme. Immer müssen wir wieder irgendwas machen. Jeden Tag macht man wieder irgendwas am Haus. Was ist denn das für ein Fail? Verlängerungskabel müssen wir noch haben. Welche Tiefe unter der Bodenplatte müssen wir denn ungefähr rauskommen? Siehst du? Na, mach bei 32. Das ist egal. Gut, das geht ja. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Das ist hier gleich wieder alles dreckig und staubig und arg und locker. So, da sind wir wieder bei den Baubros. Herzlich willkommen zurück. Hier bei Welt der Wunder, heute in der Sahara. Hier, wir sind auf der Suche nach der Steinmaus. Die Sonne brennt. Ich habe schon drei Wettertaft aufgelegt, oder wie das heißt. Bevor wir weiter Sand reinfahren, wollen wir hier was machen. Ihr seht schon da hinten, wir haben ja schon mal was gemacht. wir wollen hier ein Leerrohr langlegen, bis da in den Keller rein. Da ist schon das Loch fertig. Jetzt zeige ich Gideon hier nochmal, wie wir das machen. Das ist ein ewiges Gestämme, deswegen habe ich das da schon mal fertig gemacht. Und so haben wir später hier ein Rohr unter unserem Betonfußboden, unter unserer Bodenplatte liegen. Sodass man da nochmal was durchschieben kann, ne? Ist nie verkehrt. Ist jetzt relativ leicht zu machen und auch wahrscheinlich sinnvoll. Und um hier das vernünftig hinzukriegen, perforiere ich hier erstmal alles so mit... Ach, du machst Perforation. So hast du schon hier angefangen? Ja, dann ist hier die Bohrmaschine kaputt gegangen, jetzt haben wir die repariert und jetzt geht's weiter. Hier habe ich ja schon mal das Loch vorbereitet. Hier sieht man gar nichts. Ah ja, die Sahara, die brennt hier in der Wüste. Andere Seite habe ich hier schon mal ein Loch gemacht im Pflaster. Hier ist ja das Außen, der Außenbereich. Hier wird Gideon dann gleich rauskommen. Durchstoßen sozusagen zum Brückenkopf. Lol. So soll ich? Ja, du kannst so loslegen. Ja, lass es so. Wir perforieren den Kreis. Das 100er Rohr haben wir angehalten und angemarkert. Und jetzt wird rundherum sozusagen gebohrt, immer in so 1-2 cm Abständen, im ganzen im Kreis rum. Und dann kann man leicht in der Mitte das wegstemmen, ohne rundherum die Mauer zu beschädigen. Das ist eigentlich ein guter Trick, wenn man keine Kernbohrer in 110 mm dabei hat. Dann kann man das sehr gut machen. Und so machen wir es. Und das hat schon mehrfach gut funktioniert. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Da ist er. Ich kann euch das ja hier mal zeigen. Da haben wir das schon mal gemacht. Da seht ihr noch die ganzen Bohrungen rundherum. Da kann man leicht die Mitte wegstemmen. Und dann ist das top. Und dann kannst du das Rohr da durchschieben. Und den Rest wieder zuschäumen oder zumörteln und fertig. So, das war jetzt das letzte Loch. Zeig mal, wie das jetzt aussieht. Wir haben hier so einen Kreis aus Löchern. Der geht komplett durch die Wand. Hier ist das ja so, zwei Mauern. Das ist die innere, die äußere, jeweils eine 11,5er. Und da musste er jetzt natürlich durch. Ne? Jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Stemmen geht. So, das erste Etappenziel ist geschafft. Gideon ist in der Ruheschicht angekommen. Und das ist genau da, wo die Mauer auf dem Fundament steht. Ne? Nee, ist schon schön rund geworden. Dafür, dass du das so gestemmt hast, die Steine sind alle noch fest. Hier ist nichts locker. Das sieht gut aus. Kann man noch mal eben da so ein Rohr durchschieben. Jetzt fragen sich natürlich eine, was macht ihr hier? Ja, das ist was, was im Rest von Deutschland nicht bekannt ist. Also in Ostfriesland gibt es das sogenannte Hochwasserloch. Das macht man an der tiefsten Stelle im Haus rein. Damit das Hochwasser gut reinkommt. Genau, weil sonst könnte es ja einen Überdruck draußen geben. Und das ist natürlich schlecht fürs Haus. Deswegen auch wir jetzt hier in diesem Haus, hat man es damals vergessen. Da hat man damals geschlampt in den 60ern. Wir rüsten das jetzt. 2023 wird das hier nachgerüstet. Das ostfriesische Hochwasserloch. Daher kommt auch der Begriff Hochwasserhosen. Das ist auch nicht zu verachten.
Ja, das Haus wurde eindeutig vor der Hochwasserkatastrophe in Hamburg, damals in den 60ern, gebaut. Oder waren das 70er? Helmut Schmidt. Der wusste, wovon er sprach. Das sogenannte Hochwasserloch. Am tiefsten Punkt, ne? Könnt ihr mal googeln. Dann wisst ihr auch, dass das echt ist, was wir hier sagen. Guck noch mal so blöd rein. Und? Durch? Ja. Ja, das ist schon durch, ne? Top. Gideon schaut jetzt noch mal, ob noch irgendwo so Kanten rausgucken. Und ansonsten sieht das echt gut aus. Vielleicht könnten wir... Ja, passt. Perfekt. Alte rein, raus spielen. Nee, Quatsch. Du könntest noch mal mit dem Sprüher das sauber machen. Leute. Ja, das ist in Ostfriesland auch so bekannt. Das ist im Berg, im ostfriesischen Bergwerk, werden auch Scherben gefunden. Damals, im Mittelalter, war Ostfriesland ja bekannt für die Glaser. Glaserei. Schon mal vielleicht gehört. Ja, das haben wir doch gleich hier mit dem Rohr. Gideon macht jetzt noch ein bisschen sauber, damit der Schaum nachher gut klebt. Hier ist ein lang gepumptes Ding angereicht. Was? Das wusste ich nicht. Entschuldigung. Ein bisschen den Staub ausspulen, genau. Einmal frei. Man muss hier von oben nach unten. Ja. Und von innen nach außen oder wie du es willst. Naja, das ist ja gut, ne? Ah ja, dann wird das ja richtig sauber. Da kommt der Siff hier jetzt raus. Früher haben die Leute so ihr Haus sozusagen an die Kanalisation angeschlossen, dann kam das da raus. Ach, war wieder einer auf Klo oder was? Einfach ein Loch durch die Wand. Und wenn dann einer pinkelt, dann läuft's raus. Wir simulieren das jetzt gerade mal mit dem Drucksprüher. Ja? Man sieht, wie das leicht im Boden versickert. Das ist einfach günstiger. Ist auch für die Wasserwerke besser. Die brauchen nicht so viel klären. Das ist doch richtig toll. Da soll es rein. Das passt, das kriegen wir noch nicht durch, weil es ein bisschen schräg ist. Ich säge es jetzt hier noch mal ein bisschen ab, dass wir uns nicht unnötig quälen. Ich schätze mal hier so. Das mache ich mit meiner Bosch Stichsäge GST18VLIS. Die kann ich nur empfehlen, das ist ein gutes Produkt. So, zack, ab. Das sieht ein bisschen alt aus, das Rohr ist es auch. Das lag schon mal im Garten eine Weile. Deswegen ist das so verblichen. Aber als Leerrohr muss es ja keinen Druck aushalten. Von daher bin ich der Meinung, da es dicht ist, ist es in Ordnung. Ist auch sauber, recht sauber von innen. Ich würde jetzt mal versuchen wollen, ob ich es da rein gedrückt bekomme. Ich habe es jetzt so weit dahin, dass ich es gerade vorlegen können. Guck mal, ist doch top. Und jetzt schiebe ich es hier so weit durch. Dann kannst du auf der anderen Seite mal gucken, wie weit es da soll. Ja, so vielleicht. Jetzt guckst du 15 cm raus. Ja, so sieht es doch schon mal ganz gut aus. Außen können wir anschließen, beziehungsweise nochmal ein Rohr. Was weiß ich, wenn man ein Kupferrohr durchschieben will oder ein doppeltes mit Dämmung, das passt gerade eben. Oder ein Kabel oder Strom. Dann können wir das machen, nachdem jetzt hier die Bodenplatte reingekommen ist. Das ist doch eine schöne Sache. Oder auch als Lüftungsrohr super, ne? Ideal. Also wie gesagt, das ist das Lüftungsrohr vom Kaminofen, sodass er auch aus dem Keller Luft anziehen kann. Und für den Keller kann es keinen Unterdruck geben, denn da haben wir ja dieses Rohr, was man als Lüftungsrohr nehmen kann, wenn man möchte. Und wir haben auf der anderen Seite ja noch ein Rohr, wo auch angesaugt werden kann, sodass schon mal kein Unterdruck entstehen kann. Ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Genau, das darf nicht passieren. So, danke sehr. Du gehst vielleicht jetzt mal, mach das doch auf 5 cm und fertig da unten im Keller. Ne? Wir gucken dann, was er hier hat, aber im Grunde lassen wir das dann so, weil wir können das hier immer abschneiden. Das ist kein Problem. Geht gar nicht. Wieso? Weil er guckt hier raus, fast 40. Ach so. Dabei kann ich ihn ja gar nicht reinschieben. Ja, dann schieb ihn mal so weit es geht. Ja, wie ist das jetzt? Jetzt ist er bei 22. Immer noch, wa? Ja, dann sägen wir hier noch was ab, ist doch kein Problem. So, wir haben jetzt darauf geachtet, dass das richtig liegt und genug rausguckt im Keller, sodass man auch nochmal einen Muffenstopfen drauf machen kann, wenn man möchte, beziehungsweise eine Überschiebmuffe. Und jetzt mache ich quasi hier die Ritzen um die Rohre zu mit der Schaumpistole, ganz einfach. Und das ist für sowas auch in Ordnung. Ja. Schaum. Das geht gut. Und schon dicht. Passiert nichts. Jungs, Schaum zieht weiter. Kann sein, dass ich unten jetzt ein bisschen blöd fiel, aber es muss ja auch dicht sein. Ne? Jetzt das gleiche noch auf dieser Seite einmal eben schnell machen, entledigen. Zieht es schon.
Die Fachwelt ist erstaunt, wie du schäumen kannst. Mitarbeiter auf einem anderen Level. Da habe ich ein Stück von diesem alten Styropor genommen und dann dementsprechend hier die Schaumnaht angebracht. Wunderschön. Ja, jetzt muss es nochmal hart werden. Und dann schön in Sand und dann kommt ja noch ordentlich Sand drauf, ne? Ja, wir müssen ja noch ziemlich also, hoch. Ist ja nicht so, dass da jetzt gleich der Beton kommt. Da kommt ja noch ein bisschen Sand drüber. Ich glaube, da kommen so 15 cm Sand drauf. Aber guck mal, jetzt hast du da so ein Leerrohr. Ne? Kann man immer mal was durchjagen. Ein WLAN-Kabel oder irgendwas. Gut, dann machen wir bald weiter hier mit dem Auffüllen im Sand. Dann das Auslegen der Folie mit Drunterleisten, Essschlangen, Bewehrung. Und dann kommt nämlich die Bodenplatte. Also bleibt dran, abonniert den Kanal. Schaut euch die Playlist an. Wir machen ja auch von diesem, wie nennen wir es eigentlich? Ist das das Gästezimmer oder Büro? Ich glaube, wir nennen das Büro. Da könnt ihr euch die ganze Liste, wie wir unser komplettes Büro neu machen, könnt ihr euch anschauen. Und ja, schön, dass ihr mit dabei wart hier bei den Baubros auf dem Baubros-Kanal. Hier passiert immer was. Ne? Hier passieren die guten Sachen. Hier Schaumpistole etc. Gebrauchte Leerrohre. Also wir verbauen alles. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Wunderbar. Da ist noch eine große Kiste. Das ist auch noch ein Geheimnis für die Nächsten. Das sage ich jetzt nicht, was da drin ist. Ja. Ich sag nur hier, ne? Hier. Ah, ein guter Hinweis. Ja, wir machen jetzt nicht. Also, macht's gut. Ich hoffe, dass er erraten würde in den Kommentaren. Schön, dass er mit dabei war bei diesem Special. Bei uns sind alle Videos special. Aber bis zum nächsten Mal.